André, sehr schön, dass du heute die Zeit gefunden hast fürs Interview. Wir hatten uns im Vorfeld ja schon über die Interviewreihe ausgetauscht. Diesbezüglich möchte ich die gar nicht großartig vorstellen, sondern würde mich freuen, wenn du dich mal direkt präsentieren könntest. Aller Elevator Pitch mit den Titel, Thesen und Themen, mit denen du heute unterwegs bist. Michael, vielen Dank für die Einladung. Hallo an die Zuschauer. Ich bin André Schneider und bin als Kundengewinnungscoach tätig. Und vermutlich fragt sich der eine oder andere, was ist denn bitte schön ein Kundengewinnungscoach? Nun, ich helfe Unternehmen und Selbstständigen, vor allen Dingen bei mittelständischen und kleinen Unternehmen, leichter und schneller neue Kunden zu gewinnen. Eine meiner Spezialisierungen in diesem Bereich ist, Methoden einzusetzen, die ihre Konkurrenz noch nicht nutzt. Gehirngerechte Kundengewinnung ist da ein so ein Stichwort. Ansonsten arbeite ich viel mit Webinaren. Ich entwickle Webinare für Unternehmen, Marketing-Webinare, Ausbildungswebinare, bilde Trainer aus, Webinare durchzuführen. Und wir arbeiten auch viel mit Video im Bereich Social Media. Das sind so die Kernbereiche. Gab es für dich da in der Vergangenheit eine Initialzündung, die dich genau in diese Themenwelt gespült hat, oder warst du immer schon so unterwegs, dass du gesagt hast, ja, Verkauf, Präsentation, Internet, IT, sprich Computer, das war eh schon mal irgendwo so dein Gesamtsteckenpferd, wo du gesagt hast, ja, da bist du automatisch gelandet? Ich bin ja nicht als Weiser vom Himmel gefallen oder irgendwie erleuchtet auf die Welt gekommen, sondern ich habe eine technische Ausbildung und ich bin von meinem Persönlichkeitswesen, würde ich sagen, eher ein Pionier. Das heißt, so Neuland zu beschreiten, das motiviert mich sehr stark. Für viele ist das ja der totale Horror, die möchten eher so eine Konstanz haben. Das heißt, diese Verbindung der Technik, ich habe eine hohe technische Affinität und Neuland zu beschreiten, was mich sehr motiviert, glaube ich, hat mich sehr schnell. Ich habe 2003 das erste Mal mit einem Medium gearbeitet, was man heute als Webinar bezeichnen würde. Damals gab es diese Technologie im Internet überhaupt noch nicht. Und ich glaube, das sind wesentliche Treiber, dass ich für mich selber mich immer gefragt habe. Ich bin ja der klassische Trainer für Verkauf und Kommunikation. Das mache ich eine ganze Weile. Aus der Ecke komme ich. Wie kann ich für mich Kunden gewinnen, insbesondere in einer Situation, wo man selber wenig Zeit hat? Das typische Problem von dem Selbstständigen. Du bist in dieser Zeit gegen Geldfalle. Das heißt, du musst arbeiten, Trainings, Beratung geben, musst aber gleichzeitig im Grunde auch akquirieren. Und das hat mich getrieben, effiziente Lösungen zu finden und motiviert durch eben meine technische und die Leidenschaft, neue Dinge zu entwickeln. Glaube ich, bin ich deswegen sehr schnell vorwärts gekommen. Gibt es da irgendetwas, was ich, wenn ich jetzt auf dich zukäme, mitbringen müsste, um zu sagen, gut, ich möchte mich da in diese Richtung weiterentwickeln, ich möchte die drei Kreuzchen machen, um jetzt neue Kunden zu gewinnen? Sprich, muss ich irgendwelche Hausaufgaben machen, muss ich mich auf irgendwas Besonderes einlassen oder wie läuft dann so ein Coaching, nenne ich es jetzt mal? Ja, schön wäre es natürlich, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die auf drei Kreuzen beschränkt werden könnte, wo man sagt, hey, die drei Kreuze musst du machen, dann gewinnst du automatisch mehr neue Kunden. Das wäre genial. Dann könnte ich doppelt oder dreifach so viel Honorar verlangen wie bisher. Leider ist das nicht der Fall. Also viele Kunden kommen ja zu mir mit der Problematik so einer diffusen Problemsituation. Herr Schneider, die Kundengewinnung, die wir bisher gemacht haben, diese und jene Methode hat 20 Jahre funktioniert und wir merken, es wird ein schleichender Prozess. Es wird eigentlich immer schwieriger. Wir wissen nicht, woran es liegt. Vor allen Dingen, wir wissen auch nicht, was wir tun können. Und wenn wir dann in die Analyse gehen, dann stellen wir oft fest, dass die alten Marketingkanäle einfach überholt sind, abgedroschen, die Aufmerksamkeit nicht mehr so sehr stark ist. Und deswegen ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, die jemand mitbringen muss, um so moderne Medien zu nutzen, einfach eine gewisse Neugier, vielleicht sogar auch eine Offenheit, auch die Bereitschaft, alte Zöpfe mal abzuschneiden im Marketing. Weil eines ist klar, dass im Marketing, im Verkauf heute durch die moderne Welt, durch Internet, durch Social Media im Grunde kein Schritt auf dem anderen bleiben wird. Und da hilft diese Offenheit sicher. Inwieweit bist du dann da auch gezwungen, dieses positiv vorzuleben? Das heißt, diese Dinge, die du schulst und dann coachst, wirst du denn ja auch für dich nutzen? Sprich, musst du viel auf den sozialen Kanälen unterwegs sein, wie du vorhin schon angesprochen hast, viel Webinare selber halten zu deinen eigenen Themen. Wie sieht so deine Woche, sprich dein Alltag aus? Also wenn ich heute, ich traue mich das gar nicht öffentlich zu sagen, wenn ich heute mal erzähle, wie viel oder eigentlich müsste man sagen, wie wenig ich heute noch für mein Marketing tue, dann schäme ich mich fast ein bisschen dafür, weil es ist im Grunde fast nichts. Aber du hast völlig recht und das ist das Einzige, was ich dann noch tue für mein Marketing, das vorzuleben, was ich meinem Kunden empfehle, Stichwort Webinar. Ich mache Webinare zu verschiedenen Themen, fachliche Webinare, zu denen ich mittlerweile exzellente Kritiken bekomme. Es ist aber nicht mein Ziel, vordergründig mit dem Webinar irgendwie Werbung zu machen. Natürlich biete ich am Ende eine Lösung, ein Produkt, was auch verkauft wird, aber mein hauptsächliches Ziel, und das ist auch der überwiegende Anteil in dem Webinar,
und zwar so ungefähr 80-85% ist Nutzen zu stiften. Und ich denke, das sollte man in jedem Fall vorlegen, wenn man als Coach, als Trainer, Berater unterwegs ist. Klar, wir wissen, dass der Schuster hat oft die schlechtesten Schuhe und am Fuße vom Leuchtturm ist es vielfach am dunkelsten. Das ist aber nicht mein Motto, weil ich denke, Glaubwürdigkeit ist etwas, was durch Vorleben kommt, und Glaubwürdigkeit ist halt in der reizüberfluteten Welt, wo wir alle von schöner, höher, weiter und besser konfrontiert und umgeben sind, ein wichtiger Marketingfaktor. Deswegen lebe ich das vor. Ich bin sehr stark in Xing präsent, habe dazu auch ein Buch geschrieben, Kundengewinnung oder Kundenakquise in sozialen Netzwerken, was sich im Wesentlichen auf dieses geschäftliche Netzwerk bezieht. Mache viele Webinare und arbeite selber auch sehr stark mit Videos. Jetzt kommt ja sehr oft in diesem Zusammenhang so die klassischen Aussage, darüber Kontakte schüren ist ja schön, Vertrieb machen, Kundengewinn, aber der Kundengewinnungsprozess ist doch immer persönlich. Wie kann mir da das Internet helfen? Weil diese Persönlichkeit kann ich ja noch nicht, außer zum Teil in Webinaren, aber ansonsten ja nicht wirklich transportieren. Spannende Frage, und es ist tatsächlich auch so, es hängt ein kleines bisschen auch von der Branche, vom Produkt und von den sonstigen Gegebenheiten ab, dass man an irgendeiner Stelle dann mal mit dem Kunden auch persönlich in Kontakt kommen muss. Aber, und das ist auch meine Erfahrung, ich komme ja aus dieser alten Schule, also ich habe eine Vertriebskarriere auch hinter mir, bin also als Verkäufer im Außendienst dann angefangen und bin vom Verkauf selber dann auch zum Training, von der Mitarbeiterführung zum Training gekommen. Und wenn man so aus so einer traditionellen Verkaufsecke kommt, wo man einfach gewöhnt ist durch diese Persönlichkeit, durchs Aussehen, durch das Auftreten, durch die Sprache und all diese Randerscheinungen, die ja in einem persönlichen Gespräch eine Rolle spielen, wenn man dann zu diesen modernen Medien kommt, ist man selber einigermaßen skeptisch. Und ich hätte mir das nie vorstellen können. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe angefangen mit Webinaren, da haben wir den Ton noch über die Telefonleitung übertragen, habe dann auch sehr schnell gemerkt, man kann über Webinare auch Seminare verkaufen, also über dieses Medium aus der Ferne. Und im Vergleich zu dem klassischen Seminar, wo ich ja eine Persönlichkeit darstellen kann, wo ich eine persönliche Beziehung zu dem Teilnehmer entwickle, wo ich vielleicht zu dem Personalentwicklungsleiter einen Draht aufbaue und deswegen Folgeaufträge kriege, da hätte ich meine oder hatte ich meine Zweifel, ist sowas überhaupt möglich, eine persönliche Beziehung über die Ferne und dann auch noch über so ein Medium aufzubauen? Und als ich dann gemerkt habe, dass über die Ferne, wenn zum Beispiel ein Teilnehmer so einen Kurs besucht, der 8-mal, also zu 8 Terminen stattfindet, jeweils 90 Minuten, und dann nach diesen 8 Terminen fast eine freundschaftliche Beziehung entstanden ist, natürlich nicht zu jedem, völlig klar, das war so ein Schlüsselerlebnis bei mir, wo ich dachte, wow, da ist offensichtlich doch sehr viel mehr möglich. Und wir haben ja heute bei Webinaren, wir haben heute im Internet die Möglichkeit, Videos zu übertragen. Wir können heute sogar schon Livestreaming machen, wo wir im Grunde ja auch mit dem Bewegtbild, so ähnlich wie wir das jetzt hier machen, auch so ein bisschen was, zumindest optisch, von der Persönlichkeit mitvermitteln können. Also ich denke, es geht sehr viel mehr, als vielfach als Vorurteil in den Köpfen noch vorhanden ist. Wie sieht die Zukunft aus? Ich denke mal, du wirst dich auch viel von Übersee inspirieren lassen, wo man ja in der Regel sagt, Amerika ist dann doch 3, 4, 5, 6, x Jahre uns voraus. Hast du da schon selbst eine Vision, wo du sagst, das ist die Zukunft, die Straßen sind leergefegt, die Leute sitzen nur noch auf ihren Rechnersystemen, tauschen sich da aus? Also ich mag mir das überhaupt nicht vorstellen. Das ist also überhaupt gar keine Vision von der Zukunft und auch kein Wunsch, den ich für die Zukunft habe, dass die Straßen leergefegt sind. Aber ich sehe, was es für viele, viele Vorteile hat für beide Seiten. Nehmen wir mal wieder dieses Medium-Webinar oder wir machen ja jetzt hier auch ein Bewegtbild-Video-Interview fürs Internet. Das hat den Riesenvorteil, in dem Fall, wir beide müssen nicht fahren, der Teilnehmer kann es sich anschauen, wann er will. Also ich denke, dass einfach die Vorteile, die überwiegen, dafür sorgen werden, dass diese Instrumente, diese Medien sehr stark getrieben werden, weil sie einfach nachgefragt werden. Und meine Vision von der Zukunft ist, wenn man sich die technische Entwicklung heute anschaut, wir nehmen die Entwicklung von YouTube, wie viele Videos hochgeladen werden, wie viel dort angeschaut werden, wie schnell sich das Thema Webinar sowohl von der Anzahl der durchgeführten Webinare als auch von der Entwicklung der Technik weiterentwickelt. Dann glaube ich, muss man kein Prophet sein, dass ein Großteil des Marketings in den Branchen, wo das Sinn macht, über diese Medien stattfinden wird. Stehen wir uns dann hier im Land vielleicht nicht selbst im Weg durch so Angstmacher-Themen wie Datenschutz, Google die Riesenkrake und Facebook auch, und wir werden alle irgendwie eingesogen und Big Data, man raubt uns unsere Persönlichkeit. Ich meine, das sind doch Dinge, die gab es früher auch. Ich sag mal, jeder, der ein Gewerbe angemeldet hat, weiß, früher, einen Tag später hatte ich die Werbepost im Briefkasten. Wo siehst du da noch Dinge, wo es notwendig ist, vielleicht positiver aufzuklären, um dann zu sagen, ey, stopp mal. Klar bestehen dort Gefahren, aber die Vorteile liegen eher auf der Hand als die Gefahren, die man im Zusammenhang sieht.
Also ich sehe es eindeutig so, dass die Vorteile auf der Hand liegen. In diesem Zusammenhang beneide ich manchmal ein bisschen die Amis, also die US-Amerikaner, die ja mit diesem Thema Datenschutz viel, viel lockerer umgehen, obwohl sie ja im Land der Spionage, der NSA-Skandale und so weiter sozusagen direkt an der Quelle leben. Sie sind einfach irgendwie etwas lockerer und ich glaube nicht, dass sie dadurch wesentlich schlechter leben als wir hier in Deutschland. Wir sind nun mal einfach so ein Land der Bürokraten und da würde ich mir wirklich wünschen, dass es ein bisschen lockerer ist. Ich sage, mein Motto für mich persönlich, das, was über die Welt oder was über mich in die Welt hinausgetragen wird, über welche Kanäle auch immer, das kann ich ja steuern über die Inhalte, indem ich das, was ich dort veröffentliche, was ich im Internet auch tue, wenn das legal ist, wenn das förderliche Dinge sind, wenn ich da ein bisschen drauf achte, dann ist doch das eher vorteilhaft, dass es in die Welt hinausgetragen wird, über welche Kanäle auch immer multipliziert wird. Also ich würde mir wünschen, dass wir Deutschen da ein bisschen unternehmerischer denken und nicht so sehr in diesen Scheuklappen Sicherheitsdenken uns dort irgendwie verstecken. Jetzt kommt immer so der Zeitpunkt des Interviews, wo ich eine gewagte These raushaue, nämlich die, dass der André Schneider in seinem Leben noch keine große Herausforderung, noch keinen Lerneffekt hatte, zu Deutsch gesagt noch nie auf die Fresse gegangen ist. Oder gab es da mal natürlich in diesem Business, in dem du bist, auch mal Momente, wo du sagst, natürlich muss man mal ab und zu durch irgendwelche Dinge mal so richtig kurz aufschlagen, sich wieder hochrappeln nach oben, durch die Hilfe anderer vielleicht wieder hochkommen, um dann die eine Situation zu analysieren, was passiert ist, um zu schauen, wie kann ich es ändern, um, so dass du da vielleicht mal so eine Situation beschreiben könntest, wie sie war und was du selbst für dich daraus gelernt hast. Ja, also es gibt ja dieses alte Unternehmermotto, jeder große erfolgreiche Unternehmer muss einmal pleite gewesen sein. Auch das ist ja etwas, was in Deutschland nicht so salonfähig ist. Da redet man nicht gerne drüber. In Amerika, um dieses Thema nochmal aufzugreifen, ist es ja eher etwas, wo man sagt, wow, der hat es tatsächlich geschafft. Es gab einige Herausforderungen. Jetzt bin ich hier von meinem Wesen Pionier. Ich liebe Herausforderung. Aber es gab tatsächlich eine, wo man oder wo viele andere vermutlich sagen würden, da ist er wirklich auf die Fresse gefallen. Ich habe ein Unternehmen entwickelt mit einer sensationell guten Idee. Wir haben also eine elektronische Lotterieannahmestelle für den Einzelhandel entwickelt. Mit einem sensationellen Erfolg haben dieses Unternehmen hochgezogen, hatten 38 eingestellte Mitarbeiter, die diese Firma wirklich geliebt haben. Die hätten sich für die Firma im wahrsten Sinne des Wortes vor den Bus geschmissen. Wir hatten eine sensationelle Unternehmenskultur, eine familiäre Unternehmenskultur. Und ohne da jetzt zu tief einzusteigen, es gab dann 2008 eine Gesetzesänderung, die uns dann sozusagen untersagt hat, dieses Geschäft weiterzuführen. Wir mussten das alles komplett aufgeben. Und wenn du dann mal deine Mitarbeiter entlassen musst, die dich lieben, die die Firma lieben, die die Idee mit aufgebaut haben, dann kann man mit Fug und Recht sagen, da fällst du wirklich auf die Fresse. Also das ist mir nicht leicht gefallen. Um sowas, sag ich mal, an Herausforderungen noch positiv aufzunehmen oder da dann eine Balance zu haben, gibt es da etwas, was du für dich selber noch zusätzlich machst, sprich durch die viele Zeit, die du heute übrig hast, in Anführungsstrichen, Scherz beiseite, betreibst du da Sport oder achtest du auf die Ernährung oder sagst du, du bist immer noch als Pionier mit diesem Baby so unterwegs, dass da eine innere Ausgeglichenheit kontinuierlich sich ergibt oder stattfindet? Ja. Also ich ziehe viel Energie aus meiner eigenen Motivation heraus. Ich hatte ja damals ein Unternehmen mit ungefähr 400-500 Quadratmeter Bürofläche, jeden Tag hinfahren und all diese ganzen Situationen. Heute habe ich mein Unternehmen bei mir zu Hause, dieses Studio haben wir bei uns im Haus eingerichtet. Ja, mit dem Homeoffice, mit meiner Frau zusammen führe ich diese Firma. Die hält mir den Rücken frei. Das ist im Grunde ein paradiesisches Leben. Ich habe damals ganz viel Kraft aus meinem Ideenreichtum, aus diesem Pionierwesen vorzutreiben und so weiter. Ein kleines bisschen auch Raubbau mit meiner Gesundheit getrieben, glücklicherweise ohne Folge. Heute achte ich da drauf, also ich mache Sport. Ich habe lange Zeit mit meiner Frau getanzt und ich achte auch auf gesunde Ernährung. Das sind Dinge, die werden tatsächlich auch im Alter wichtig. In ein paar Tagen werde ich in den Club der U's aufgenommen, also ich werde 50. Und das ist ja auch so ein kleiner Meilenstein, wo man dann häufig anfängt, über seine Gesundheit nachzudenken. Also ich denke, das ist schon wichtig, dass man nicht immer nur abhebt von diesem Konto Leistungsfähigkeit und Gesundheit, sondern auch ein bisschen wieder Pflege treibt und ein bisschen was einzahlt. Wenn jemand im Nachgang noch mehr über dich erfahren möchte, wie lautet die Website, auf der er Informationen dazu findet, sprich zu dir, auf welchen sozialen Kanälen bist du unterwegs und auch ein Netzwerk oder Xingwi oder wie auch ein LinkedIn, wo findet man dich dort an? Ja, also der einfachste Weg zu mir ist, Sie nutzen die Suchmaschine Google, geben meinen Namen ein, André Schneider, vermutlich sind Sie dann unter den ersten 3-4 Treffern, finden Sie etwas von mir. Meine Webseite ist der kundengewinnungscoach.de. Da kann man sich informieren, da gibt es logischerweise auch viele Videos, wo man also nicht nur Inhalte als Information bekommt, sondern auch ein bisschen was erleben kann von diesem Typen Schneider. Wer ist dieser Kundengewinnungscoach? Wie tickt der? Wie ist der so drauf? Da kommt eine Menge Kunden zu Wort.
Mein hauptsoziales Netzwerk, was ich persönlich am meisten nutze, ist Xing. Dort einfach auch in der Suche André Schneider eingeben oder den Begriff Kundengewinnungscoach. Vermutlich sind Sie dann sehr schnell am Ziel. LinkedIn nutze ich auch nicht so sehr stark. Auf Nummer 2 der sozialen Netzwerke ist dann Facebook. Und YouTube nutzen wir auch immer mehr. Klar, weil wir dort unsere Videos veröffentlichen, aber hauptsoziales Netzwerk ist Xing. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Interview, wünsche dir weiterhin diesen Pioniergeist, der in dir schlummert, sodass er immer da sein wird, um neue Dinge in die Welt hinaus zu schreien, zu posten, zu verkünden auf den verschiedenen Netzwerken, sodass dann ja, die Generation, die noch nicht in diesem Metier unterwegs ist, vielleicht Stück für Stück sich dieses zum Eigen macht und vielleicht dich sogar als Coach oder Berater an ihrer Seite dann weiß. Sehr gern. André, ich danke dir fürs Interview. Sehr gerne, vielen Dank an dich und vor allen Dingen an die Zuschauer. Ciao.